Ladies and gentlemen, by way of introduction, this is a film about trickery, fraud, about lies. Marcel Duchamp, 1914. Er kaufte einen Kunstdruck mit einer Landschaftsdarstellung, fügte zwei Farbtupfer hinzu, signierte und betitelte sie mit Pharmacie. Er hatte drei Exemplare angefertigt, wodurch er zusätzlich den Reproduktionscharakter betonte. Die Konzeption von The Fake as More, der kurze Text The Fake as More bei Jerry Bernstein von Carl Duncan, wurde 1975 veröffentlicht, ist deshalb interessant, weil sie auf eine selbstentschleimte Täuschung angelegt ist, aber bis zu Crowes Entlarvung 1986 der Status des Texts einer unentdeckten Fälschung entspricht. Die Doppelstruktur von Duncans Fake, einerseits ein Fake einer Kunstkritik über ein Fake einer Ausstellung zu sein, andererseits die Intention zu haben, sich als solches erkennen zu geben, wird als Prototyp für die folgenden Beispiele gelten. Erstens, ein Fake wird in der Reproduktion verstanden, die Bild-zu-Bild-Verhältnis mindert. Da das Fake diese Differenz selbst thematisiert, im Titel oder durch sofortiges Erkennen, eins davon auszugehen, dass es mehr als das Wiedererkennen eines Vorbildes intendiert. Ein Fake lässt sich zwar semantisch explizit auf ein Vorbild beziehen, verlässt aber die Funktion eines Originals, das auf der Annahme basiert, dass ein Bild eine ursprünglich einmalige Schöpfung ist. Zweitens. Ein Fake reflektiert auf besonders deutliche Weise seine Rahmenbedingungen. Ein Fake wiederholt ein bestimmtes Bild. Es existiert aber keine Übereinstimmung der Konstituente. Die Fakes differieren zu den Vorbildern hinsichtlich der konzeptuellen Formation. Motiv, Sujet, Konzeption, Intention, Medium, Strategie und Kontext. Die künstlerische Praxis besteht deshalb nicht allein in ihrer Bildfindung, sondern in der strategischen Überprüfung des Darstellungs- und Repräsentationssystems der Kunst. Mittels der Kontextverschiebung des Bild-zu-Bild-Verhältnisses wird eine Identitäts- und Institutionsdifferenz hervorgerufen. Man versteht Kopie als die Wiederholung oder Nachbildung eines Kunstgegenstands durch fremde Hand, Umbildung als die inhaltliche Abwandlung einer Vorlage, Replik oder Reprise als die meist gleichzeitige zweite Auflage durch den Künstler selbst oder Mitglieder seiner Werkstatt, Fassung als die in wesentlichen Punkten abweichende Replik, Imitation als die Übernahme stilistischer oder motivischer Eigenart eines Künstlers oder einer Schule, Pasticcio als die Collage von Zitaten verschiedener Herkunft zu einem neuen Ganzen, Reproduktion als die entweder originale, Holzschnitt, Lithografie oder übertragenen, zum Beispiel Offsetdruck, grafische Technik, Restaurierung schließlich als die Wiederherstellung eines ursprünglichen materiellen Zustandes eines Kunstwerks. Alle diese Begriffe setzen immer ein nachgeordnet hierarchisches Verhältnis zu einem Vorbild voraus. Darin liegt ihre Gemeinsamkeit mit dem Mimesis-Begriff. Wobei der wesentliche Unterschied darin besteht, dass die Kopie einen Unterschied zum Original intendiert, wogegen die Fälschung jeglichen Unterschied zu verleugnen sucht. Eco ergänzt, dass ein Plagiat eine Arbeit mit teilweiser Ähnlichkeit ist, die ihre Ähnlichkeit zu verbergen sucht. Macht der Autor aber die Abhängigkeit klar, handelt es sich um eine Parodie, ein Pasticcio, eine Hommage, ein intertextuelles Zitat. Alles keine Fälschung. Ceci n'est pas une pipe. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenne ich mich daran. Jedermann nennt dich Sweet Lady Samba. Jeder sieht, dass du kein Kind mehr bist. Die bunten Lichter drehen sich wie Feuer, wenn du die Welt ringsum her vergisst. Das Original. Ich denke, das Original ist vor allem das erste seiner Gattung oder das erste
dass je davon existiert hat, nicht unbedingt der Gattung, sondern einfach von einem Ding. Und alles, was nachher kommt und versucht so zu sein, ist nicht mehr ein Original. Dieses Stück ist eine Ausarbeitung der ersten Version von Pierre Boulez' Explosante Fixe, einem offenen Formkonzept. Das Stück würde nach den Gesetzmäßigkeiten der Originalvorlage unter Neukodierung des Materials realisiert. Solange eine Fälschung als ein Original anerkannt wird, hat es der Fälscher geschafft, genau den Kriterien der sogenannten Experten zu entsprechen. In diesem Fall handelt es sich aber nicht um eine Fälschung, sondern noch um ein Original. Ist die Fälschung jedoch als solche erkannt, dokumentiert die Form ihrer Täuschung sehr präzise die Kunstkonvention dieser Zeit. Fälschungen scheinen eine besondere Gefahr darzustellen, weil sie das System der Bezeichnung nach Namen und ihre Archivierung als wahres System in Frage stellen. Eine Fälschung ist das Wichtigste an der Kunst. Ohne Fälschung gibt es kein Fake. Oh nee, das ist falsch. Zwar wird von Kunstsammlern berichtet, die von einer Kopie dermaßen beeindruckt waren, dass sie diese über ein Original stellen. Meist dient die Fälschung jedoch als Antimodell oder gar Bedrohung einer vom jeweiligen Autor als ideal betrachteten Kunstvorstellung, da sie als nicht schöpferisch gilt und sich in ihr die künstlerische Individualität keinen freien Lauf lassen kann. Eine Fälschung existiert nur für einen äußeren Beobachter, den Richter, der weiß, dass eine falsche Identifikation vorgenommen worden ist. Eine Fälschung ist etwas also nicht wegen seiner inneren Beschaffenheit, sondern Kraft einer Identitätsbehauptung. Die Fälschung behauptet die Identität mit, nicht wie die Imitation das Verhältnis zu, einem Vorbild. Dies wird durch die Fälschung der Signatur erreicht. Voraussetzung dafür ist die unhinterfragte und doch ebenso imaginäre Homogenität eines Subjekts. Der Fetisch des Kunstmarktes ist der Meistername, wie Benjamin schreibt. Dies ist kein Kunstwerk. Der Begriff des Originals wird zweigeteilt in eine handwerkliche und eine moralische Konzeption. Eine handwerkliche Fertigkeit weist auch die Fälschung auf, aber ihr fehlt der Charakter der Einmaligkeit. Die Anführungszeichen sind Diener der originalen Autorschaft und sollen den Schöpfer vor Nachahmung schützen. Seit der Postmoderne wird dieses Mittel aber auch verwendet, um sich von Aussagen im positiven Sinne zu distanzieren und traditionelle Aussagen, die immer noch Gültigkeit besitzen, erneut auszudrücken. Es geht um die scheinbar paradoxe Frage, ob ein ästhetischer Unterschied zwischen zwei nebeneinander präsentierten Gemälden besteht, die sich durch Betrachtung nicht unterscheiden lassen. Ein Cover ist eine Neufassung eines Musikstückes durch einen anderen Interpreten. Teilweise hält man sich ganz streng an das Original, sogar so streng, dass der Komponist des Originalstückes meint, es sei seine Fassung, das gab es auch schon. Oder dann oft kommt es vor, dass erst die Coverversion dann richtig erfolgreich wird. Zum Beispiel ein Beispiel,
von Prince, das Nothing Compares to You, das dann erst durch Sinéad O'Connor ein Welthit wurde. Du willst mich haben, warum denn nicht? Es ist so lang gibt's deines nicht zerbricht. Ja, ich weiß, das ist viel, doch sonst ist es nicht interessant. Und nun musst du, was du, darauf bin ich schon sehr gespannt. Liebe, 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 dafür bin ich nur mal nicht frei. Denn ich möchte viel mehr und das fällt dir bestimmt nicht schwer. Eine Live-Übertragung, ist das denn noch live, wenn es übertragen wird und nicht gleichzeitig stattfindet? Oder ist es einfach nur eine Übertragung oder eine Reproduktion von dem, was es übertragen wurde durch die Wellen, in dem es ja vermittelt wird? Also eine Live-Übertragung ist ja für denjenigen, der es am anderen Ende hört oder sieht, ist ja eigentlich kein Live mehr, sondern einfach nur eine Übertragung. Dieses Stück ist eine Ausarbeitung der Kompositionsvorlage plus minus von Karl-Heinz Stockhausen. Gemäß den Rahmenbedingungen wurde das gerade klingende Werk nach dem Bauplan Stockhausens realisiert. Für mich hat der Begriff Fake etwas von einer billigen Nachahmung, etwas als Material würde ich Plastik nehmen. Etwas, das man denkt, ja, das sieht aus wie, das fühlt sich an wie, aber ist doch überhaupt nicht das, was man denkt, dass es sein sollte. Wie können wir wissen, wovon der Schatten ein Schatten ist? Mit Fake wird ein Begriff entworfen, der entgegen seiner konventionellen Verwendung im Englischen die Strategie umreißt, auf den eigenen Doppelstatus aufmerksam zu machen. Gleichzeitig der Kategorie des originalen Kunstwerks als auch der Fälschung zu entsprechen. To be one of them.
Dies kann so verstanden werden, dass nicht mehr die handwerklich geprägte Ausführung wie beim autografischen Gemälde, sondern die in einer Notation beschriebene Idee, das Konzept, das Wesentliche der konzeptuellen Kunstpraxis ausmacht. Das Original wird auf der Werkebene relativiert, aber die innovative künstlerische Idee umso stärker idealisiert. Des Originals hatte man sich nun entledigt. Der Begriff der Originalität wurde allerdings von der Conceptual Art im Folgenden auf die Idee bezogen. Eine Partitur ist nur ein Text, der über die Existenz einer Musik berichtet, das Übersetzt ist aber nicht vorhanden. Und man kann schon sagen, ob die Partitur echt ist und wenn sie echt ist, ob sie von einem Produkt spricht, was es in Wirklichkeit auch gibt. A picture of a picture is a strange thing and it brings up a lot of contradictions. It seems to me that anybody can understand that. Die Reproduktion, ich denke, das ist der Versuch, an ein Original heranzukommen, aber das auf eine Art zu vervielfältigen, so dass man das Original und das Volk steuern kann. Wer kann überhaupt beweisen, dass dieses Stück das Original ist? Ein Musikstück, wird es live aufgeführt, ist jedes Mal eine Reproduktion einer nicht existenten Aufführung. Sakın sen sakın ha, sakın kalbime dokunma, sakın sen sakın.